Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf LS17 Hof Bergmann. So, ihr seht, die Zeit läuft immer noch doppelt, also mal 5. Ich würde jetzt sagen, wir gucken gerade mal nach einem Tankpack, also nach einem Gülle-Lader eigentlich. Wo waren das nochmal? Ich brauche auf jeden Fall so ein Gülle-Anhänger. Universaltechnik, da. So einen brauchen wir, der auch von oben betankt werden kann. Genau, zum Beispiel sowas wäre auch eigentlich nicht schlecht. Würde aber gern, glaube ich, den hier nehmen. Überladerohr. Braucht ihr eigentlich gar nicht. Standardräder, jawohl. Das haben wir nicht eins. Ne, mach mal. Dunkel. Kaufen wir mal schnell. Zieh jetzt aber dafür mal einen großen Traktor, der das ziehen kann. Und zwar würde ich gerne diesen Fendtchen nehmen. Eine volle Lotte drauf packen, damit er auch was kann. Jawohl. So, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir vorspulen, weil unser Ding hat ja zu. Unser Händler. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir spulen einfach mal vor. In der Zeit bereite ich schon mal zwei Sachen vor. Wir müssen einmal die Pumpe nehmen und einmal unseren Bucher brauchen wir. Bucher nehmen wir gleich, die Pumpe müssen wir ankuppeln. Follow me wäre hier schön, weil wir packen hier nämlich wieder mehr rein. So, die Pumpe hat er hinter sich, dann nehmen wir auch ihn. Wir hüpfen jetzt dann auch so ein bisschen. Ich glaube, ich sollte mal gerade ein bisschen leiser stellen. Es ist doch ein bisschen zu laut. Jetzt passt es. Genau, jetzt bin ich nämlich nicht so übertönt. Ja, es ist 2:30 in der Nacht und hier ist die Punze los. Aber am Tag ist hier nichts los, ne? Mhm, genau. Man fährt jetzt alle Party machen, oder? Ja, genau, man fährt Party machen in der Stadt. Thank you.
So. Da wir ja vorgespult haben, müssen wir gleich die anderen auch noch mal machen. Die wir eh schon gemacht haben. Hallo. Auch wenn ihr eigentlich zu habt. So, hello. Dann einmal den Bucher holen. Der Bucher steht ja hier. Die setzt um kurz nach 8. Schalte ich hier aus. Also die Uhrzeit. Und dann können wir auch ja, unsere Sachen holen. So, jetzt geht das Tor nämlich auf. Eigentlich. Auf jeden Fall müssen wir vom Shop auch noch irgendwann den Ding runterfahren. Unser Milchanhänger. Wenn euch das Video gefällt oder die anderen Videos aus der Playlist, lasst gerne ein Like da, abonniert ruhig kostenlos und aktiviert die Glocke. Dingelingeling. Damit ihr auch nichts verpasst, wenn es wieder heißt. S17 19 22 im Hof Bergmann Projekt. Klar, es kommen noch andere Projekte. Die laufen jetzt langsam an. So. Den können wir hier hinstellen, weil den brauchen wir ja gleich. Der muss ja rundherum fahren. Einsteigen. Und jetzt nehmen wir hier das kackbraune Fass da. So. Nee, um 9 Uhr. Okay. Dann machen wir halt noch ein bisschen schneller. Jetzt geht's auf. 9 Uhr, eine Stunde später, aber egal. Ich muss gucken, dass meine Katze mir nicht unter meinen Stuhl sitzt, damit ich näher rankommen kann, damit ich mich ordentlich hinsetzen kann.
Ich will immer das Mikro zu mir holen, damit ihr mich besser hört, aber dann müsste ich es noch ein Stückchen näher ranholen, aber das geht nicht, weil es eh schon an so einer doofen Kante da steht. Also festgemacht ist. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da durchkommen. Am besten ist es, wir fahren von hier vorbei. Okay, wir müssen es anders machen. Wir setzen den als erstes zurück. Dann den hier hin, Deckel auf. So, und dann Fräulein Schnürschuh hier. Schön da rein. So, dann fangen wir an. 12 Minuten haben wir jetzt gebraucht komplett. Wir fangen unten an. Also wir machen immer so ein bisschen in der Rathausplatz ein bisschen zu, dann für dieses für die Arbeit. So, die erste Familie. Oh, wir müssen auch bald Ding rausmachen. Müll. Habe ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt. Na, knapp 1200, okay. So. Ich glaube einfach, dass wir gleich noch ein bisschen mehr kriegen. Ihr seht ganz schön viel Gülle hier drin. Ja. Das Ding ist, das Rathaus könnte voll sein. Wird uns so oder so voll machen. Hello. Ja. Ja, seht ihr, es fließt schön drüben rein.
Wir brauchen einfach nur weit genug wegfahren, dann hört es auf. So, mal gucken, ob das nochmal 1000 sind. Oh, 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 ja. Sogar mehr als 1000. Shit, the burn. 2000? Ja. 2500? Ja. Ah, dann sind es 3000. Ah, so 3500 schätze ich. Ja, aber hoffentlich nicht. Oh Gott, doch. Alles klar, das Ding ist nochmal so voll. Oh. Und ich glaube, es ist immer noch was drin. Okay, fahren wir nochmal hin. Wir fahren so lange dahin, bis es leer ist. Müssen wir ja auch, das ist ja unser Job. Weil nur wir können das. Oha! Also knapp 8000 Liter waren da drin. Und in den anderen hatten wir auch noch ein paar. Uiuiui. So, okay. Dann geht's weiter. Die haben Gott sei Dank keinen. Da fahren wir gleich hin. Ich glaube, die hatten auch keinen. Nee. Da gibt's nur Hunde und ein paar Tierchen. Also Paletten verkaufen so. So. Mr. Schneeschuh hat von hinten. So, mal, ja, auch schon gut. So, dann direkt hier rein. Da fahren wir rückwärts dran, müssen aufs Auto aufpassen. Okay, wir dürfen da gleich noch mal hin.
Eieiei. Der Bauer in der Stadt unterwegs. Jo. Okay, hatte auch sehr schon, also hatte schon viel. Die haben nur Müll. Die haben auch nur Müll. Die haben nur Müll, die haben noch. Und dann halt der eine in dem Gang, wo wir runtergefahren sind. Hoffe, dass wir die alle zwei noch hier reinkriegen. Und dann nee, weil da war ich noch wie. Ich habe ja einmal schon gemacht auf Video sozusagen. Der kann jetzt uns vollballern. Okay, nee, hat uns nicht voll bekommen. Aber das Ding ist, dass der mittlere auch noch nie ausgeleert wurde. Er macht uns jetzt voll und dann dürfen wir da nochmal hin. Also der hier macht uns auf jeden Fall voll. Ja, weil die Grube ist auch schon voll. Man muss sitzen bleiben übrigens. Ach nee, ist ja schon voll. Dann muss man nicht sitzen bleiben. Ich bin einfach dann ausgestiegen, als er voll wurde. So, das Einzige, was ich gleich mitnehme, ist nur unseren großen. Den Rest lassen wir da einfach ein bisschen stehen. Und dann können wir noch ein bisschen gucken. So. Das heißt, wir lassen das, die zwei Gefährten hier unten. Nicht, dass wir das jetzt in den nächsten Videos nochmal machen. Nein, ich fahre das einfach runter. Später aufs. Auf runter. Also in Ruhe. Boah, ja. 2000 noch was Liter hatte das Ding schon. Den noch wegfahren. Ob das da raus ist. So. Licht aus, ist nicht mehr dunkel. Oha, 22.000 Liter. Oha.
Jetzt dürfen wir ackern hier. So. Der brettert auch schon ein bisschen besser. Deswegen überholen wir den sofort. Kann ich? Ja. Ne, da seht ihr auch, wie voll wir sind. An der Anzeige kann ich euch jetzt nicht länger zeigen, weil sonst brettern wir wirklich irgendwo dagegen. So. Da sind wir. Und in der Zeit zeige ich euch die Anzeige. Na, jetzt geht sie hier runter. So. Da seht ihr jetzt, ja. Naja, das ist halt typisch. Wollen wir mal baden gehen? Wir wollen mal baden gehen in der Gülle. Lecker. Gülle baden gehen. Er müsste alle sein, genau. Er ist alle. Na, so, damit werden wir richtig viel packen, weil wenn die voll sind und wir auch wirklich richtig viel Gülle haben, ist das hier unser Gefährt. Der Rest da hinten ist nur zum Ausbringen. Beziehungsweise das kleine. Ja, wird verkauft. Und das große Braune hier, das ist jetzt unser neues. Von daher läuft der Lachs ja eigentlich schon ganz gut, ne? Oh Katze, du willst schmusen. Du kriegst gleich was. Ja, lass mich erstmal fertig machen. So. Ach, wisst ihr was? Spaß am Ende. Heiu! Einfach mal in die Gülle hüpfen. Wir baden in der Gülle. Gülle verrückter Junkie. So, jetzt nicht in den Trecker setzen, weil wir sind ja voller Gülle. Und damit danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Sigmo Checker. Und wie gesagt, abonnieren nicht vergessen und lasst gerne ein Like da. Ciao.